hat er gemacht, das wollte ich so genau. Nein. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Nein, sorry, wie wild ist das? Die Drinks. Oh mein Gott. Alles voll. Wow. Schaut euch den Ausblick an. Oh. Ich war noch nie in so einer schönen Wohnung. Das ist so schön. Oh mein Gott. Okay, ich zeige euch jetzt den Rest. Ich werde ein bisschen obnoxious sein. Ich gebe jetzt eine kleine Wohnungstour. Das ist die schönste Wohnung, in der ich je war. Okay, meine Mom hat morgen Geburtstag und wir machen eine Barbie-Theme-Party für sie. Und so schaut die Decke aus. Das ist der Wohnzimmerbereich. Und dann das ist the view. What the actual fuck. So schaut die Couch aus von der anderen Seite. So schaut die Decke aus. This is the bar. Und der Esstisch ist so schön dekoriert. Das ist ein Wahnsinn. Schaut euch diese Blumen an. What the actual fuck. Ich bin so speechless. So speechless. Ich habe das nicht gemacht, by the way. Das war der Freund von meiner Mom. Er hat das alles organisiert, alles geplant. Und schaut, wie schön das alles hier ist am Esstisch. Das ist die Küche. Natürlich haben wir schon eingekühlt, den Klassiker. Da geht man die Stiegen runter, da wo ich gerade war. Und da geht man die Stiegen hoch in unser Zimmer. Und dann hier geht's in das Zimmer von Moritz und Patrick. Und dann hier geht's in das Zimmer von der Mimi und mir. Das ist unser Bett. Und this is the view outside. Schaut euch das an. Wie gesagt, das ist unser Bett und ich finde die Tapete urschön. Und dann hier geht's in unser Badezimmer und das Badezimmer ist das geilste. Schaut euch das Badezimmer an. The lighting. Wir haben eine Dusche, wir haben eine Badewanne, zwei Sinks, also wir können uns aussuchen, wer wo steht. Und dann hier, das ist der View nach draußen. Einfach zu der Straße, wo ich immer gegangen bin. Und das ist das Badezimmer. Da ist die Toilette und da... Nein! Wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut, wie groß der ist. So schaut der Kleiderschrank aus von der einen Seite. Yogamatten, Workoutmatten. They're not gonna be used. Außer ich muss ein bisschen so stretchen. Oh. Oh. Das war die Wohnungstour. Let's get ready for the Barbie party. Get ready with me for the Barbie-themed birthday party von meiner Mom. Ich will nichts hören, dass das Lachs ist und nicht rosa, okay? Das ist das Outfit. It's a jumpsuit, which means... Wuhu! Meine Mom hat morgen Geburtstag. Ich glaube, ich habe das eh schon mehrmals gesagt. Ich habe es euch eh gezeigt, wie es unten ausschaut. Ich weiß, jeder sagt es über seine Mom, aber ich liebe meine Mom, glaube ich, ein bisschen zu sehr. Diese Kette habe ich auch an, weil meine Mom hat mich früher immer Bärlibär genannt und sie hat mich von der Schule abgeholt und sie war so Bärlibär und ich so Mama. Ich bin cool. Nenn mich nicht Bärlibär. Ich heiße Steffi. Anyways, ich werde gerade gerufen. Ich komme! A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me. For sure, funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, summed up this goal. Only know I want the best of love. Alter, es ist so abartig. Es ist sehr lustig. Seid dir sicher. Du musst schon ins Mikrofon reden, sonst hört dich keiner. Danke, dass es euch gibt. Gern geschehen. Jetzt bist du dort. Liebe Chefin, Mami ist ein und alles. Oh. Es gibt keinen Tag, wo sie nicht über dich spricht. Das ist wirklich so. Muss ich echt sagen. Sie liebt dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Das kann ich echt bezeugen. You are the only one. Oh. Mami und Steffi, the dream team. Weiß Gute! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es läuten die ganze Zeit irgendwelche Mädchen an der Tür. Die eine hat uns ihre Brüste gezeigt. Das geht los.
Die Wohnung schaut ganz arg aus. Überall am Boden liegen die Rosen. So schaut's hier aus. Wir haben, glaube ich, heute insgesamt 4 Gläser runtergehaut. Das letzte wurde runtergehaut vor 5 Minuten vom Moritz. Er hat diesen Ball einfach auf den Patrick da geschmissen und zack, es ist überall. Diese Pommes sind meine Lieblingspommes, so diese richtig gletscherten, so gatschigen schon eigentlich. Ich weiß, es klingt räudig, aber ist geil. Genau. War so wild. Was ist das? Was war das jetzt? Wer hat... Alter, was war das jetzt? Ah, okay. Ich liebe diese Brille. Das Geile ist, mein Koffer liegt noch da und die Mimi hat einfach schon komplett ausgepackt. Upsi. Wo ist mein Pyjama? There it is. Dieses Wasser. Okay, Leute, Tag 1 done. Wir sehen uns morgen mit Tag 2. Morgen! Ah, danke. Also, meine Mama hat heute Geburtstag und das sind ihre Geschenke. Unten gibt es jetzt Frühstück und ich werde ihr das geben. Es ist der nächste Tag und jetzt sieht man nochmal, wie alles hier ausschaut. Um Gottes Willen. Die Blumen sind so schön und sie riechen so gut. Ich habe noch nie so einen schönen Blumenstrauß gesehen. Ich habe auch meine Pimple Patches oben, weil meine Haut ist wieder unten. Wow. Dieser Ausblick ist unschlagbar. So wild. Jetzt ist es 12 und um 15 Uhr gehen wir ins Bagatelle. Das Bagatelle ist mein Lieblings-Beachclub hier in Saint-Tropez und generell, ich liebe das Bagatelle. Es ist ein Beachclub-Restaurant und dann wird es so wahnsinnig zum Club, so in 30 Minuten. Ich liebe auch, wie die Party gestern bei uns in der Wohnung war und nicht bei meiner Mom oder nicht bei unseren Freunden, sondern hier, weil jetzt schaut es bei uns so aus. We love it. Ich habe so geil geschlafen. Wir waren richtig so betäubt. Woo! Ich mach deine Seite auch, okay? Danke. Welcome back. Wir sind gerade zurückgekommen vom Bagatelle. Es ist 22.16 Uhr. Es war so lustig. Jeder hatte Spaß. Wir haben urgut gegessen. Es gab so mehrere... Das Essen war krank. Was hat dir am besten geschmeckt? Alles. Aber am besten, Top 1. Dieses Ceviche, gell? Dieses Garnele. Das Ceviche war arg. Also ich würde sagen, das Beste für mich war, es gab und so... die Pasta. Oh, die Pasta war das Beste. Auch arg. Boah, es war alles so geil. Wir haben so viel gegessen. Ich tue auch schon vorglühen. Hier drin ist ein Wodka Orange. Ich hasse das normalerweise. Ich liebe Orangensaft und ich liebe Wodka, aber... Aber wir haben nichts zu Hause und ich meine nichts außer Orangensaft und Wodka. So, das ist das Outfit. Wie finden wir das Outfit? Meine Haare von der Feuchtigkeit hier sind so urpuffy. Ah! By the way, im Le Café Mimi, dort gibt es die beste Pasta mit Garnelen. Da fresse ich jetzt was mit Garnelen. Halb zwei in der Früh. Wurscht.
Teilen wir uns eine? Ja. Pasta mit Garnelen und gute Cocktails, gute Stimmung. Jetzt geht's ab. Wir sehen uns, by the way, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wir sind zurückgekommen vom Club und die Mimi und ich müssen morgen um 8 beim Pilates. Wie sollen wir das schaffen? Da, 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 da. Das gibt es nicht. Scheiße. Scheiße. So ein Coke Zero. Einer von uns flirtet die ganze Zeit mit den Kellnern. Ich sag jetzt nicht wer, aber wenn du dieses Video schaust, weißt du, wer du bist. Wait. Aus Prinzip gehst du jetzt nicht ins Wasser. Oh, schau, wie er dich ruft. Schau, wie er dich ruft. Muss aber ein bisschen lieber sein, Sim. So kannst du das nicht machen. Was? Ich will ihn motivieren. Keine Motivation. Oh. Wir sind gerade im Lulu Beach und das ist der Ausblick gerade. Wir haben schon Drinkity-Drinkities. Was auch cool ist an diesem Beachclub, und das haben auch viele Beachclubs dieses Jahr, ich hoffe überhaupt, du hörst mich, ist das so eine Collaboration mit den Marken? Ja. So, die Marke zahlt dafür. Und so zum Beispiel Indie Beach hat Jacquemus, Lulu Beach hat Gucci, da sind wir gerade. Chelona Dior. Bagatelle Giorgio Armani. Deswegen haben wir den Polster gekladert. Weil ich dachte mir schon, warum wir die Giorgio Armani Polster zu Hause haben, weil ihr habt sie gekladert. Es ist jetzt 11:53 und um 15 Uhr gehen wir hier essen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht schon einen mega Hunger habe. Ich habe Hunger. Siehst du einen Wal? Oh wow! Urschön! Boah, die sind cool! Schau, Mimi, das da. Schau, das habe ich der Mimi geschenkt, dass das Neon ist und das haben wir gerade gekauft. Matchy! Mini von Kids für ihr.
Wir haben gerade gesehen, dass ein Mini mit Kitzbüheler Kennzeichen hier vorbeigefahren ist. Das ist aber schon ein weiter Weg. Also, es ist der nächste Tag. Ich bin ready. Diese Princess Polly Jumpsuits, die beste Investition, sagt man das so? Investition. Eine Investition in einem Urlaub. So, sie sind so flowy, sie snatchen dich und huggen dich an den richtigen Places. Die Mimi und ich sind gestern nicht fortgegangen, sondern wir sind da im Bett gelegen und haben The Samaritan Pretty geschaut und haben diskutiert, ob Team Jeremiah oder Team Conrad. Und die Mimi, ich habe der Mimi gesagt, ich habe Hunger und das ist, was sie gebracht hat. Da war auch so ein Stack von Brot und wir haben einfach die Butter genommen und so Brot drauf geschmiert. Es war sehr wild. Jetzt zeige ich der Mimi mal ein bisschen die Stadt und wir gehen auch vielleicht ein bisschen shoppen. Ich habe schon was gekauft vor ein paar Tagen. Es kommt eine Haul. Wir haben auch, wie immer, die Aschenbecher gefladert vom Restaurant. Das ist so eine Tradition bei uns. Also wenn du ein Lokal hast und du hast geile Aschenbecher, wenn ich hinkomme, werden sie gefladert. Weil sie sagen immer, not possible by, not possible, not possible by. Und ich so, possible, dass ich es mir fladere. Ich gebe es in die Tasche und es ist possible, dass es weg ist. Also so. Die sind so geil. Boah, die müsst ihr euch kaufen, die sind wild. Den Pickel bitte nicht beachten.